herzlich willkommen zu diesem neuen Video Aspekte des Lebens. Heute wird es ein Mutmacher-Video. Bevor ich anfange, erstmal vielen, vielen lieben Dank an die Birgit, dass du es mir möglich machst, dass mein Video trotz alledem gesehen werden kann, denn jetzt hat es mich erwischt und jetzt habe ich eine Sperre bei YouTube, eine Woche lang, und dann geht es natürlich ganz normal wieder auf meinem Kanal weiter. Ich möchte, bevor wir in das heutige Thema starten, nochmal ganz kurz einen ergänzenden Satz sagen zum letzten Video. Das letzte Video war ja, Erwachen ist gefährlich, denn da kamen natürlich einige Anfragen und auch einige Kommentare, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt also einen Job habe, der im System ist und ich kann ja nicht einfach aus dem Job aussteigen, weil ich habe ja meine Kosten zu decken. Und das ist natürlich absolut richtig. Wir alle leben ja noch in diesem System, noch ist es nicht gekippt und wir haben alle auch noch, nicht alle, aber viele von uns haben Mietzahlungen zu leisten und was da alles noch so drumherum ist. Das, was sich jetzt aber verändert hat, wenn du erwacht bist, ist, dass du mit einem anderen Bewusstsein da reingehst. Also mit diesem Bewusstsein, dass du keine andere Wahl hast, weil du jetzt in diesem System bist und natürlich auch noch so lange bleiben musst, bis es halt kippt. Aber es ist trotzdem irgendwie eine saubere Art und Weise, eine saubere Geschichte, in diesem Job jetzt weiterzuarbeiten. Deswegen mach dir keine Gedanken. Wenn du kündigen möchtest, kündige natürlich, das ist dir selbst überlassen, aber du musst deswegen überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben, dass du jetzt in einem Systemjob zum Beispiel noch arbeitest. Mach halt einfach das Beste daraus und versuch es dem System so anzupassen, dass es so den bestmöglichen Weg findet. Solange das System da ist, solange ist es halt da und solange haben wir halt keine andere Wahl, als mit ihm zu leben. Okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt des Mutmacher-Videos und da möchte ich euch gerne so eine kleine private Sache von mir erzählen, die mich sehr berührt hat. Und zwar, gerade jetzt zu dieser Zeit, es ist ja überall so, also dass sich das Ganze in zwei Glieder aufteilt. Also das eine ist so der erwachte Part und das andere ist ja der Part, der überhaupt gar nichts mit dem aktuellen Geschehen zu tun haben möchte. Und da gibt es natürlich hier die Streitsituation, die Differenzen und natürlich auch Beziehungen, die auseinandergehen, Familie, die sich zerstreitet, Freunde. Und ich weiß nicht, ich hatte ist schon eine ganze Weile her auch darüber gesprochen, dass es bei mir auch so ist. Also dass bei mir sich die Spreu vom Weizen trennt und dass es da ganz klar so eine Sortierung einfach gibt. Und ich habe einen Freund, den ich schon viele, viele Jahre kenne. Und gerade vor Corona ist dieser ganze Kontakt mit ihm sehr intensiv geworden. Wir haben relativ viel telefoniert und hatten viel miteinander zu tun. Und dann kam plötzlich Corona. So, und ich war voll in die Materie eingetaucht und habe dann auch meine Videos gemacht. Und wir haben trotzdem miteinander Kontakt gehabt und haben viel miteinander gesprochen. Aber irgendwie war das immer so, da war so eine Sperre. Es war nicht unsympathisch oder so. Trotzdem war da ganz klar gefühlt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das war für mich aber auch vollkommen in Ordnung. Aufgrund meiner Beiträge bei YouTube allerdings ist er natürlich mehr und mehr mit diesen Sachen in Berührung gekommen und hatte dann dementsprechend auch dieses Stopp, nein, ich will davon nichts sehen, ich will davon nichts wissen. Und es kam schlussendlich auch zu einem riesengroßen Knall. Und der Knall sah dann quasi so aus, dass das alles für ihn zu viel wurde und er mich dann angesprochen hat und gesagt hat, ey, so geht das nicht, typische Parolen, die wir alle kennen, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Und ich für meinen Teil habe dann einfach nur ihm gesagt, hör zu, das ist in Ordnung, aber wenn du möchtest nicht aufwachen, das ist okay und du möchtest gerne diese Dinge zu mir sagen, okay, dann tu es, aber wenn du soweit bist und mit mir reden möchtest, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden. Das hat mit ihm ganz viel gemacht, also weil wir sind schon aneinander geknallt, ne? Also es hat schon geknallt so, ne? Und das hat mit ihm ganz, ganz viel gemacht und es hat ihn sehr, sehr, sehr berührt, weil, wie gesagt, wir standen uns halt auch sehr, sehr nah in der letzten Zeit. Und es hat diesen Knall gebraucht und nach diesem Knall hat er sich hingesetzt und hat angefangen zu recherchieren. Und hat wirklich 48 Stunden fast durchrecherchiert, kaum geschlafen, kaum gegessen, was getrunken und so weiter und hat wirklich durchrecherchiert auf eigene Faust und hat dann natürlich durch dieses Recherchieren diese ganzen, nicht die ganzen, aber zumindest einen großen Teil, Puzzleteile entdeckt und gesehen und fing dann an, sich sein eigenes Bild zu machen. Er ist also quasi in diesen 48 Stunden erwacht und ist da gewesen. Ja, und dann, als das dann
Das ist für mich emotional. Als er das dann verstanden hat, hat er sich bei mir gemeldet und hat mich um ein Gespräch gebeten und dann haben wir miteinander telefoniert. Und es war sehr berührend. Also er hat sich ganz, 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 ganz doll bei mir entschuldigt. Und es waren auch viele Tränen dabei und es war sehr emotional und es war sehr berührend. Und es hat ihm sehr, sehr leid getan, was er für Dinge zu mir gesagt hat. Für mich war das alles gar nicht so schlimm, aber für ihn war es so schlimm, dass er diese Dinge gesagt hat. Ja, und jetzt ist alles auch wieder gut. In dem Moment ist mir mal wieder so richtig bewusst geworden, wie schmerzhaft das für Menschen ist, die erwachen, die also quasi unter ihrer Käseglocke, und du weißt, ne, wenn du jetzt das Video siehst, ich bin mir sicher, dass du das Video sehen wirst, du weißt, wie das gemeint ist, ich denke, du kannst mich fühlen, wenn diese Käseglocke so weggenommen wird, dass es einfach ganz, ganz schlimm ist, weil man sich so viel eingestehen muss, wie verblendet man war, dass man selber, dass man nicht vernünftig hingeguckt hat, obwohl das wir alle ja so waren. Wir alle haben ja nicht vernünftig hingeguckt, weil man hat es uns so beigebracht. Und es war so ein schmerzhafter Prozess für ihn und ich habe so ein Mitgefühl mit den Menschen, die erwachen, weil gestern ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, wie weh das tut, wenn jemand erwacht, also wie schlimm das für diese Menschen ist, wenn plötzlich dieser Deckel aufgeht und sie dastehen und es ist, die ganze Welt bricht einfach zusammen. Alles ist irgendwie komplett eingebrochen. Auch da gab es dann, also er hat dann auch gestern auch bei sich dann aufgeräumt, also auch in seinen Kontakten aufgeräumt und sich auseinandergesetzt und gemacht und getan. Und ja, es kann also auch mal sein, dass so ein Streit dafür sorgt, dass jemand tatsächlich anfängt, ins Erwachen zu gehen. Aber es ist so wichtig, wenn die Leute kommen, als er dann sich bei mir gemeldet hat, ich hab ihm null Vorwürfe gemacht, ich habe immer nur gesagt, alles ist in Ordnung, bitte mach dir keine Gedanken, es ist alles okay. Und es war eine komische Situation, weil er wollte sich so sehr entschuldigen und ich habe immer gesagt, brauchst du nicht, es ist alles gut, ich kann mir vorstellen, wie weh das getan hat. Das ist alles gut. Also, Mutmacher-Video. Ehrlich gesagt, und ich weiß auch, dass du das sehen wirst, aber ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass dieser Prozess passieren wird. Ich habe gedacht, er bleibt noch ewig in seiner Blase. Naja, vielleicht nicht ewig, aber noch eine ganze Weile in seiner Blase. Und es kann sein, dass das jemand, von dem du nie gedacht hast, dass der erwacht, plötzlich bei dir auf der Matte steht und sagt, ey, sorry, es tut mir so leid, dann bitte, bitte, bitte hol den ins Boot. Hol den ins Boot und fang an, das, was du weißt, weil du hast natürlich auch schon einen Wissensvorsprung, weil du hast natürlich viel, viel mehr Zeit gehabt, um zu recherchieren und dich damit auseinanderzusetzen. Hol ihn ins Boot und geh Schritt für Schritt in die nächsten Stufen. Und ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen eine Watchparty machen, werden uns Matrix zusammen angucken. Er ist in Deutschland, ich bin ja hier in Teneriffa. Und dann werden wir, ja, und das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, sich einfach Matrix zusammen anzugucken und dann halt in das Gespräch zu gehen und darüber zu reden, also für alle Beteiligten. Also, das ist ein Mutmacher-Video. Nur weil du dich jetzt mit vielen Leuten vielleicht überworfen hast und dir das so wehtut, das heißt nicht, dass es für immer vorbei ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute noch aufwachen werden, ist sehr, 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 sehr groß. Wichtig ist nur, in dem Moment, in dem sie passieren, mach deine Arme auf mit ganzer Liebe. Hab ganz viel Verständnis, hab ganz viel Mitgefühl und lass dieses Gefühl präsent da sein und fang diese Menschen auf. Also, ich habe so viel gelernt gestern. Ich habe wirklich so, so viel gelernt. Und es war für mich wirklich nicht schön zu sehen, wie weh das diesen Menschen tut, die jetzt plötzlich aufwachen aus diesem Schlaf. Also es ist definitiv möglich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wenn vorher der Krach noch so heftig gewesen war, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, wenn die zu dir kommen, dass du dann dementsprechend die Arme aufmachst und aber auch nicht versuchst, vorher schon, das habe ich auch nie gemacht, ne? Nicht vorher versuchst, die in irgendeiner Art und Weise zu bekehren. Es bringt alles nichts. Es kommt der Punkt, da kommen sie selber dahinter und da werden sie aufwachen. Und dann ist es wichtig, dass du da bist und dass du sie abholst mit all deiner Liebe, mit all deinem Herzen, denn da geht es schlussendlich hin. Das war's schon. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.